Ich bin jetzt direkt an der Selke und ich stehe auch hier direkt, man sieht es vielleicht unter mir, in diesem rostroten Schlamm, in diesen Ablagerungen, die aus der Mine hinter mir kommen. Da unten, da plätschert es ganz fröhlich aus dem Rohr heraus. Ich habe mir das in der Mine am Anfang angeschaut, da läuft das Wasser direkt hinein und davor ist alles rostrot. Bis vor wenigen Jahren konnte man hier vor Ort auch noch Heilwasser beziehen, wenn man Wanderer ist, sich seine Flasche voll machen. Das wurde kurzerhand abgebaut, mir hat man erzählt, weil die Qualität des Wassers doch bedenklich war. Ja, auch hier im Hagetal gibt es den alten verlassenen Stollen. Immer wieder wandert hier das Wasser relativ hoch, bildet einen riesigen Druck und kommt dann mit einer riesigen Fontäne herausgeschossen. Einen kleineren Austritt, den sieht man hier immer noch. In den letzten Tagen wurde hier massiv abgepumpt. Die Mitarbeiter sind immer noch unten im Tal zugange und spülen jetzt gerade Leitungsrohre, damit der Schlamm besser abfließen kann. Aber das muss regelmäßig gemacht werden, weil der Schlamm sich dann in dem Stollen hier sammelt und sonst weiter herausdrücken will und hier eine riesige Schlammwelle dann ins Tal drückt. Ob das Zeug unter meinen Füßen jetzt wirklich gefährlich ist, das wird mir jetzt ein Fachmann zeigen. Aber klar ist, aus dem Stollen, da wurden Stoffe abgebaut, aus dem man unter anderem auch Salzsäure herstellt. Also etwas, was vielleicht doch nicht ins Grundwasser gelangen sollte. Und wie gefährlich das ist, das finden wir jetzt raus. Radio Brocken.